Die DNX-Bewegung verhilft dir zu mehr Zeit, mehr Geld und mehr Freiheit. In diesem Podcast beantworten wir diese eine Frage: Wie kannst du von überall arbeiten, mehr Geld verdienen und gleichzeitig die Welt verändern? Wenn du die Antwort noch nicht weißt, bist du hier genau richtig. Alle Infos auf diesem Podcast sind 100% kostenlos. Bitte abonniere unseren Podcast und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Hallo. Cool. Funktioniert, ne? Ja, ich habe ja letztens mal gefragt in der Gruppe, was ich für ein Facebook Live machen soll. Da kamen einige Themen und ich werde auch nach und nach zu jedem Thema was sagen und ein Live machen natürlich. Aber genau, jetzt für heute habe ich mir das Thema Manifestieren rausgepickt, weil, ja, das kann man jetzt schön kurz fassen. Ich habe nämlich um 18 Uhr wieder einen anderen Call, also in einer Dreiviertelstunde. Und ja, das ist auch auf jeden Fall ein geiles Thema. Eins meiner Lieblingsthemen. Genau, ja, also das Thema Manifestieren ist, glaube ich, also es ist ein totales Trendthema gerade, würde ich sagen. Und das natürlich nicht ohne Grund, weil, ja, das ist einfach das Bedürfnis auch vom Menschen, dass Dinge einfach leicht gehen sollen und ohne viel Aufwand, ne? Man will ja möglichst wenig machen, also so, wie heißt das nochmal in der Schule, Minimal- oder Maximalprinzip? Die habe ich immer verwechselt. Also mit minimalem Aufwand das Maximum rausholen? Oder ist das jetzt ein Mix von Minimal- und Maximalprinzip, was ich genannt habe? Das ist ein Mix, ne? Das geht, ja. Konstante und Maximum oder eine Konstante. Ja, genau. Manifestieren ist dann so mit minimalem Aufwand das Maximum rausholen. Das ist so der Urwunsch ja auch von den Menschen. Und gerade in den jetzigen Zeiten total, weil einfach viele Leute total gestresst sind, überarbeitet sind und sich einfach wünschen, dass Sachen mal leicht und einfach gehen. Oder wem geht das genauso? Also mir geht das ja genauso, dass man sich einfach oft wünscht, keinen Stress zu haben, einfach seine Ruhe zu haben und dass Dinge einfach flowen und einfach gehen, ohne dass man viel hustlen muss, ohne dass man dauernd in diesen Doing-Modus muss und 10.000 Sachen gleichzeitig schaffen muss. Das ist ja wirklich ein Wunsch vieler, vieler Menschen. Gerade in den heutigen Zeiten, wo alles so, so, so stressig geworden ist. Ja, und das zweite Ding, warum das Thema Manifestieren jetzt mehr und mehr kommt, ist, dass Manifestieren eher eine weibliche Energie ist. Also weibliche Energien sind receiving, also empfangend. Und männliche Energien sind giving, also mehr doing, also so Tony Robbins-Style auch, mehr ins Doing gehen. Und die weibliche Energie ist mehr being, also einfach sein und auch empfangen. Auch wenn man ein Kind kriegt, ist ja die Frau auch die empfangende Energie. Aber, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht so, dass Männer nur männliche Energie haben und Frauen nur weibliche, sondern jeder hat beide Energien in sich. Also so wie Yin und Yang. Genau, und die weiblichen Energien, die waren auch viele Jahrzehnte und Jahrhunderte wirklich unterdrückt, weil auch die Machthaber unserer Erde auch eher männliche Energie haben. Und jetzt kommt so gerade die Zeit, wo das langsam mehr und mehr zurückkommt. Genau, also das sind die zwei Gründe, warum ich glaube, dass es jetzt auch so ein bisschen Zeit für das Thema Manifestieren ist. Vor allem auch, weil mehr und mehr Menschen jetzt wieder verstehen, sage ich mal, dass ja, dass alles aus Energie besteht auf unserer Erde. Also in dem 3D, in der 3D-Welt, wo wir sind, sehen wir ja alles nur in Dingen oder Sachen zum Anfassen. Und jetzt kommen die Menschen eigentlich wieder so mehr und mehr dahin zurück, was sie eigentlich schon jahrelang wussten oder die ganzen Amazonas-Tribes und Jungle-Tribes wissen, dass das ganze Universum aus Energie besteht. Und da dieses Wissen jetzt auch wieder mehr und mehr rauskommt, kommt auch wieder das Thema Manifestieren hoch. Also, es ist ein Trendthema und ja, was heißt es überhaupt? Also, wenn du dir vorstellst, hier ist ein Punkt A und da ist ein Punkt B, dann ist die, und du willst von Punkt A mit deinem Flugzeug starten und zu Punkt B fliegen, dann musst du ja im Grunde Zeit und Raum überwinden. Also, du hast einen Aufwand, du musst irgendwie ins Tun kommen und diesen Zeit und Raum überwinden und das dauert dann halt auch, bis du das Ergebnis hast. Und Manifestieren ist eher so, hier ist Punkt A, hier ist Punkt B, du willst zu Punkt B haben, aber du veränderst
deine Energie oder dein Inneres, und da komme ich gleich nochmal drauf zu, sodass du quasi bei Punkt A stehen bleibst und Punkt B zu dir ziehst, ohne dich bewegen zu müssen, sozusagen. Also das heißt nicht, dass du nichts tun musst, du musst auch was tun, aber das ist so vom Grundprinzip der Unterschied. Und ich persönlich, ich würde mich fast als natürlichen Manifestierer bezeichnen, weil ich habe schon super früh in meinem Leben es hinbekommen, Sachen in mein Leben zu ziehen, die ich haben wollte. Aber ich habe das nicht consciously gemacht, also ich wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, was genau ich richtig gemacht habe, wie ich diese Sachen wirklich immer in mein Leben gezogen habe. Und jetzt heutzutage weiß ich genau, was ich richtig mache und auch, was ich ganz besonders gut daran kann. Das erzähle ich euch auch gleich. Aber so richtig klar geworden ist mir das erste Mal auf dem Joe Dispenza Seminar, wo der auch das anreißt, sage ich mal. Da hatte ich so ein paar Aha-Glimpses, warum das bei mir so oft funktioniert hat. Also, dass ich jetzt mehr oder weniger einen genauen Fahrplan habe, wie man manifestiert. Und früher habe ich es einfach natürlicherweise hinbekommen. Und da nenne ich euch mal ein Beispiel für. Ganz, ganz früher wollte ich immer, also ich habe meine Ausbildung bei eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau bei der Kölnmesse gemacht. Und da war meine Idee immer, weil ich damals schon Backpacker war, eine Backpacking-Messe zu organisieren. Ich wollte also quasi Aussteller und Besucher zusammenbringen, wie man das bei den klassischen Messen macht, die in der Kölnmesse stattfinden, einer Anuga, einer Kunstmesse, was weiß ich. Aussteller, zum Beispiel eine Travel-Versicherung, SCA Travel, Lonely Planet, was weiß ich, die ganzen Backpacker-Sachen. Und dann halt wie so eine klassische Ausstellung als Event. So, das war mein Plan. Und was ist heute daraus geworden? Es ist im Grunde die DNX raus geworden. Das ist nicht exakt das, was ich manifestiert habe. Da komme ich aber gleich auch nochmal drauf zu, warum das oft nicht so ist. Aber vom Grundprinzip ist es das Gleiche. Es ist ein Event und es ist eigentlich noch viel geiler, weil das ein Zukunftsthema ist, ortsunabhängig arbeiten von überall. Also jetzt noch viel, viel, viel besser zu mir passt als Backpacking. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder ich habe damals immer gesagt, ach, ich würde gerne mal im TV arbeiten oder bei einer Zeitung. Fand ich damals super, super geil. So, was ist daraus geworden? Ein bisschen was anderes. Als ich meine Reisewebsite Travelicia hatte, die wir jetzt verkauft haben, da war ich quasi, wurde interviewt, war im Fernsehen und im Newsletter, im Magazin und so weiter. Also es war noch viel, viel geiler, als bei einem Magazin oder einem TV-Sender zu arbeiten, zumal ich heutzutage eh nicht mehr hinter den Mainstream-Medien stehe und was sie machen. Also, ihr seht schon, ich habe immer was manifestiert, das ist so ähnlich in mein Leben gekommen, aber eigentlich immer noch besser, als ich es dachte oder noch besser zu mir passend. Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Ja, der Ronny sagt, Joe Dispenza kann ich nur empfehlen, ich finde den auch total cool. Also, es schön modern, was auch dieses ganze Thema Energien anbelangt und auch Healing. Also der macht auch viel mit physischen Healing. Also da kommen auch sehr viele Leute hin, die schwer krank sind und jetzt versuchen, dieses Problem auf einer anderen Ebene halt zu lösen als mit der Schulmedizin oder wo sie da halt nicht mehr weiterkommen. Genau, also ich bin immer so ein natürlicher Manifestierer gewesen und zwei Sachen davon aus den Manifestationsstep kann ich ganz besonders gut, da komme ich jetzt gleich drauf. Aber ich habe jetzt mal 5 Tipps, ne? Also ich könnte über das Thema Manifestieren Jahre sprechen und ich habe da richtig, richtig coole Tipps zu und auch alles selber ausprobiert, habe selber total viel Erfolg damit und es gibt auch also ein paar Hacks, die ich echt komplett neu gefunden habe, die so, so geil sind. Genau, die haben wir auch in unserem Coaching-Programm, unseren Coaches geteacht. Genau, also erstmal 5 allgemeine Tipps. Tipps Nummer 1 ist, du musst erstmal halt offen sein für dieses ganze Konzept, dass es Energie gibt, dass du aus Energie bestehst, dass sogar dieser Stuhl, auf dem ich sitze, 99,999 oder 0,999, weiß ich nicht was, Prozent aus Energie besteht. Und dass es nicht so ist, also das muss dir erstmal klar werden, dass das ganze Manifestieren in deiner Power liegt. Also es ist nicht so, dass irgendwo ein Universum oder irgendjemand Drittes ist, an den du einfach nur glauben musst und der dir dann hoffentlich
die Sachen erfüllt oder liefert. Die Steps, die du machst, um zu manifestieren, die kommen alle aus dir heraus und du kannst sie alle selbst jederzeit in Gang setzen. Ohne dass du, also das ist auch sehr releasing oder eine Erleichterung zu wissen, dass es ein mehr oder weniger fast planbarer Prozess ist, wenn du weißt, wie es geht und nicht mit Glück oder sonst was zu tun hat, weil es einfach ein universelles Gesetz hat, ist, was du anwendest sozusagen. Und das sind nur komplett Steps in dir selber. Also es wird aus dir raus generiert, dieses Energiefeld, und zieht dann im Außen das, was du haben möchtest, an. Also einmal musst du es glauben und so ein bisschen auch Energie oder universelle Sätze verstehen und auch verstehen, dass du alles selber in der Hand hast und nichts auf irgendwas, was du hoffen musst, glauben musst, dass dir irgendwer die Pakete vom Himmel fallen sozusagen, wie wenn du was bei Amazon bestellt hast. Die Nummer 2 ist, was viele Leute falsch machen beim Manifestieren, dass man ein klein bisschen Geduld haben muss. Weil wir sind hier in der 3D-Welt und Sachen brauchen manchmal ein bisschen Zeit, auch bis sie so aligned sind, dass Sachen passieren von außen, die genau günstig für dich in der Konstellation sind. Also es ist genauso, kannst du dir vorstellen, wie wenn du wenn du ein Kind kriegst, dauert das 9 Monate auf der Erde. Wenn eine Pflanze wächst, wächst sie auch nicht in einer Sekunde, sondern es braucht ein bisschen. Also es ist ein bisschen zeitversetzt, die Manifestation und bis du es bekommst. Und in der Zeit musst du ein bisschen Geduld haben. Aber, das kann ich dir auch sagen, man kann auch Sachen wirklich instantly manifestieren. Da kann ich dir gleich auch mal eine Geschichte erzählen von mir, wo ich wirklich was innerhalb, von ein paar Stunden oder einem Tag manifestiere. Also es heißt nicht immer, dass es lange dauert. Was aber wichtig ist, ist, dass du dazwischen, also du radiatest was raus, was du manifestieren willst und es dazwischen quasi nicht wieder abbestellst oder in Frage stellst oder was Neues bestellst. Das ist ungefähr so, wie wenn du im Restaurant sitzt, eine Suppe bestellst und während der Kellner die macht, denkst du so, ach nee, ich will die Suppe doch nicht. Ich bestelle jetzt um. Und wenn du das machst, dann dauert es wieder von neu lange. Also dieses Kellnerbeispiel ist so das Beste, was mir da einfällt. Also du machst die Bestellung sozusagen wieder rückgängig, obwohl die gerade schon in der Mache ist. Indem du deine Meinung änderst, indem du ja nicht geduldig bist und irgendwie sagst, das klappt nicht, also nicht mehr dran glaubst und so weiter. Ja, die Anna-Maria sagt, das ganze Leben ist manifestieren. Exactly. Also im Grunde manifestierst du in jeder Sekunde mit all deinen Gedanken, Worten und auch Taten. Genau. Ja, der Tipp Nummer 3, den auch viele falsch machen, ist, ich könnte jetzt auch sagen, ich will jetzt eine Insel haben, die 5 Millionen Euro kostet. Das ist halt ein sehr, sehr, sehr großes Ziel. Ne? Man muss immer gucken, wo steht man, welches Ziel will man haben und wie weit ist es davon weg. Und je weiter das Ziel weg ist, desto eher passiert es, dass du nicht daran glaubst, dass es möglich ist. Und je weniger du daran glaubst, dass es möglich ist, desto weniger passiert es, beziehungsweise desto länger dauert es. Deswegen ist der super... Also deswegen ist es super, super gut, sich ein Ziel dazwischen zu setzen, wo du so sagst, so, oh, das ist auch schon krass, aber wo du vielleicht selbst consciously ein bisschen denkst, das könnte ja rein theoretisch funktionieren. Weil in dem Moment, wenn du das Ziel dann erreicht hast und merkst so, cool, das hat geklappt, dann ist es viel leichter, dir dann wieder das nächste zu setzen, als von vornherein dieses, was total weit weg ist. Genau, weil sonst... Ja, sonst ist also die größte Gefahr, dass du nicht dran glaubst oder dass es zu lange dauert. Ja, und dass du dann auch nicht weiter jeden Tag in diesem State bleibst, wie du denkst, wie du sprichst, wie du handelst, um auf dieses Ziel zuzusteuern. Und deswegen, da ist auch ein geiler Tipp, das mal mit Sachen zu testen, das Manifestieren.
die ganz klein sind. Ich sag jetzt mal, dass du irgendwo einen roten Luftballon sehen willst oder so. Weil in dem Moment, wo du das machst, du denkst ja vielleicht, ah ja, es könnte möglich sein, dass ich einen roten Luftballon sehe, wenn meine Nachbarn gerade einen Kindergeburtstag haben oder so. Also du stellst das nicht so in Frage und im Grunde ist es ja auch egal, wenn es nicht passiert. Das heißt, es ist mega, mega gut, das mit so Spaßsachen zu testen, um auch so ein bisschen Freude daran zu kriegen, um auch ja zu merken, dass es funktioniert. Die Größe der Wünsche Schritt für Schritt steigern, sagt die Anna-Maria. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, also du kannst schon einen echt fetten, großen Schritt manifestieren, aber wie ich gerade sagte, dann könnte man ja sagen, ich will jetzt 10 Inseln für 10 Millionen auf der ganzen Welt besitzen. Also es gibt ja kein Limit, was man an Zielen sich setzen könnte. Genau, das mit kleinen Sachen zu machen, ist super, super cool, um auch Spaß am Prozess zu bekommen. Dann die Nummer 4 von meinen paar Tipps heute ist, die meisten Leute denken, manifestieren ist ja keine Arbeit, das ist total einfach. Also es klingt ja auch einfach im Gegensatz zu, du musst hustlen und alle Sachen schwierig oder mit viel Aufwand erreichen und so. Aber manifestieren ist doch Arbeit und zwar auch tägliche Arbeit. Also das Manifestieren, wenn du das machen willst, auch wirklich ernst zu nehmen. Da sagt Joe Dispenza, sagt glaube ich auch immer, you have to do the work. Also es ist trotzdem immer noch nicht so, dass du einfach auf der Couch sitzt und Fernseh guckst. Also du musst dich schon damit beschäftigen und das auch üben, genauso wie du üben würdest, ja, oder im Fitnessstudio jeden Tag gehst, um einen cooleren Body zu haben. Und dann, in der Tat, geht's mit der Zeit leichter und leichter, weil du dann einfach so raffst, wie es geht einfach und auch die Erfolgserlebnisse bekommst und dann kommt's mehr im Flow. Aber wie bei allem, ganz am Anfang, musst du dir möglichst ja Zeit dafür nehmen und sich damit beschäftigen. Ah, die Janette stellt eine geile Frage. Was ist mein Spezielles zu tun während dem Warten? Ja, das kann ich dir gleich sagen. Ich kann das auch ganz gut, weiß aber auch, warum es funktioniert. Ja, Eva, schreib mal gleich rein, warum das bei dir funktioniert. Ich sag dir gleich auch mal, warum das bei mir gut funktioniert. Aber erstmal noch den Punkt Nummer 5. Ja, also nochmal zu Janette. Während du wartest, ist deine größte Aufgabe eigentlich, deinen Wunsch nicht umzubestellen, wie ich eben bei dem Kellner gesagt habe, und nicht den Glauben zu verlieren, dass das Manifestierte in dein Leben kommen wird. Und das kannst du am besten tun, indem du dich nicht darauf versteifst und die ganze Zeit daran denkst, sondern einfach andere Sachen machst, dich mit anderen Sachen beschäftigst. Also das ist dieses Thema Loslassen und das habe ich nämlich auch unter Punkt 5. Was mega, mega wichtig ist, loszulassen, wie es genau kommen wird. Und da hatte ich ja ganz am Anfang das Beispiel genannt mit meiner Backpacking-Messe, die dann zur DNX wurde. Also bei mir ist es immer so, dass die Dinge ein bisschen anders kommen, als ich gedacht habe, aber eigentlich immer besser. Also für mich besser. Also auch besser, als ich gedacht habe. Deswegen sagt man auch immer, wenn man was manifestiert, sagt man, ich wünsche mir das und das oder besser. Oder wenn du Geld manifestierst, wünsch mir so und so viel Geld oder mehr. Also immer offen lassen nach oben. Sonst schränkst du dich selber schon wieder total ein. Und ja, die Sachen, die kommen wirklich besser und anders, als du denkst. Und jetzt gibt's ein Problem, wenn du total auf das Outcome fixiert bist. Zum Beispiel, wenn ich nur diese Backpacker-Messe im Kopf gehabt hätte und nichts anderes und das muss es sein, dann hätte ich vielleicht die Chance oder die Idee, die wir dann zur DNX hatten, völlig übersehen. Jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel. Wir wollen ja ein Healing Retreat Center in Brasilien aufmachen. So, das ist auch ein großes Ding, wo wir auch schon Step by Step jetzt näher dran sind. Aber jetzt letztens auf Koh Phangan haben zwei Freunde von uns so ein Angebot bekommen, da so eine Art Retreat Center zu übernehmen. Also es war kein richtiges Retreat Center, sondern eher
ein Event-Space, wo so Conscious Events sind, plus auch ein Restaurant und so ein kleiner Laden. Also es waren jetzt keine Unterkünfte dabei. Und bei meinem Healing Center in Brasilien hatte ich immer Unterkünfte im Kopf. So, dann kam aber diese Opportunity, dass die uns angesprochen hatten und meinten, wollt ihr da nicht mit uns rein investieren? Und jetzt hätte ich A sagen können, nee, ich habe absolut mir alles schon genau ausgemalt, wie es in Brasilien ist. Oder man könnte B sagen, ach, geile Opportunity, das ist ja so ähnlich wie das, was ich eigentlich wollte. Vielleicht ergreife ich die einfach. Also das mal so als Beispiel. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich super, super gut kann. Ich bin total flexibel im Kopf, so dass ich andere Opportunities, die dann kommen und vielleicht sogar noch besser sind, nicht übersehe. Weil ich nicht total diese Scheuklappen auf habe und nicht total verrannt bin in diese Idee, dass es genau so sein muss. Was sagt die Anna-Maria? Gedankenkontrolle ist wichtig, die Zweifel ausräumen ist am Anfang das Schwierigste. Absolut, das ist Arbeit. Deswegen, also manifestieren ist schon auch Arbeit, nur eine andere Art von Arbeit. Genau, also das mache ich immer richtig gut. Zwischendurch zu vergessen, was ich manifestieren wollte, also loszulassen. Und dann kommt's manchmal, wo ich dann gar nicht mehr dran denke, an dieses eine Ziel oder so. Plus Opportunities zu sehen, die kommen, die vielleicht ein bisschen anders sind, aber noch besser. Und das Zweite, was ich super gut kann, ist, es ist beim Manifestieren so, dass du kannst dir natürlich Gedanken machen und visualisieren, was du haben willst, bla bla bla. Aber ein super wichtiges Element beim Manifestieren ist, dass du in die Emotionen gehst, wie sich das anfühlt, wenn du das Ziel erreicht hast. Und das kannst du dir so vorstellen, wenn du den Part mit der Emotion rauslässt, dann ist das so, als wenn du ein Auto hast, was keinen Sprit hat. Also die Emotion ist quasi der Sprit, der dieses energetische Feld überhaupt schafft, dass du Dinge in dein Leben ziehst. Und in die Emotion gehen, das kann ich super gut. Also ich bin normal kein so sehr emotionaler Typ. Ich bin auch nicht jemand, der total oft heult oder super empfindlich und sensibel ist. Überhaupt nicht. Aber wenn ich mich für irgendein Ziel oder eine Idee begeister, dann habe ich so richtig dieses Begeisterungsfeuer in mir, dann flippe ich aus. Heute Morgen hatte ich zum Beispiel die Idee, dass ich gern, wenn wir unser Haus auf Koh Phangan haben, dass ich gern so einen Papagei hätte oder einen Kakadu. Also einer, der aber frei lebt, der draußen ist, der quasi so freiwillig immer zu uns kommt. Und diese Idee hat mich so begeistert, dass ich total excited war und diese positiven Emotions dazu hatte. Und das ist ein schönes Beispiel mit dem Kakadu und jetzt würde ich das wahrscheinlich wieder vergessen und wahrscheinlich, wenn wir dann irgendwann auf Phangan sind, keine Ahnung, fliegt uns ein Kakadu zu oder wir sehen irgendeinen Laden, wo man Vögel kaufen kann, so ungefähr. Keine Ahnung, was passiert, aber einfach mal als Beispiel. Ja, der Max sagt, it's all about emotions. Genau, ohne die Emotions und mit den Emotions ist es auch so, wenn du wirklich Emotions für dein Ziel spürst, also so richtig dein Herz und deine Freude und dein Excitement rauskommt, dann ist das auch ein Ziel, was du wirklich im tiefsten Inneren willst. Weil wenn du dir Ego-Ziele setzt, das sind zum Beispiel Ziele, dass du ein Auto haben willst, um deinem Nachbarn zu gefallen oder besser zu sein als dein Nachbar, das wäre ein Ego-Ziel. Mit Ego-Zielen funktioniert Manifestieren nicht gut, weil man da oft auch diese Herz-Emotions nicht hat, die nötig sind, um dieses Feld zu generieren, was es braucht, um das dann wirklich in dein Leben zu ziehen. Ja, der Markus sagt genau, hat dann nämlich heute Morgen gesagt, wir brauchen zwei Kakadus. Einer alleine ist doof. Aber stellt euch das mal vor, so einen kleinen Kakadu auf unserer Terrasse. Wie geil! Ich will auch. Also der frei ist, ne? Der freiwillig dann immer kommt. Der immer auf der Schulter sitzt und dann mitgeht, egal wo wir sind. Ja, die Idee kam mir nämlich, weil wir gestern hier an so einem Feld vorbeigefahren sind. Und da war so eine Frau, die hatte so einen Vogel auf der Schulter, die ist so am Feld gelaufen, hat, also nicht fest, sondern so, der war einfach freiwillig da und das fand ich total geil. Ich glaube, hier war noch eine Frage, hast du die schon beantwortet?
Eine Anna-Maria. Zweifelst du dann nicht manchmal daran, ob du einen falschen Kompromiss eingegangen bist? Was meinst du mit Kompromiss? Was für ein Kompromiss? Schreib das nochmal rein. Okay. In 20 Minuten haben wir einen Kundencall. Ja, ja, wir haben in 20 Minuten, habe ich ja noch. 5 Minuten habe ich noch. Yes. Was steht da noch? Ach so, ja, die Lisa sagt, sie findet es schwierig zu differenzieren, wenn es sich um ein Ego-Ziel handelt, um wann es ein Ziel ist, was wirklich von Herzen kommt. Ja, das ist in der Tat richtig. Das ist nicht so einfach, das zu unterscheiden. Aber hast du denn, Lisa, zum Beispiel bei den Ego-Zielen auch wirklich dieses, ja, Gefühl vom Herzen, diese Emotions und so weiter? Ach so, Ramona sagt, sollte man dann dasselbe öfter manifestieren, so als tägliches mentales Workout, oder einmal und dann vergessen. Also nur ein einziges Mal würde ich es nicht machen. Ich würde es schon öfter machen, hintereinander, aber dann vergesse ich es auch oft. Ich manifestiere auch manchmal Sachen parallel, also mehrere verschiedene Sachen, oder dann eins und dann lasse ich los und dann fange ich noch mit einem anderen an. Aber das würde ich erst machen, wenn du schon erste Erfolge hast. Ich würde erstmal versuchen, eins zu machen, was in nicht allzu langer Zukunft möglich sein könnte, so dass du da einmal ein Erfolgserlebnis hast, bevor du zu viele gleichzeitig nebenher manifestierst. Aber man muss schon ein paar Mal machen, aber dann kann man auch komplett loslassen und es vergessen. Und dieses Loslassen und Vergessen, da geht's halt auch darum, dass du glücklich schon im Hier und Jetzt bist. Also ohne dieses Ziel zu haben, glücklich zu sein, weil in dem Moment kommt es. Aber wenn du ihm die ganze Zeit hinterher rennst, wie die Möhre, die so vom Kaninchen immer ist, dann ist es immer eine Differenz zwischen dem Ziel und dir. Deswegen generiert man ja auch die Emotionen im Inneren, dass du dich schon jetzt so fühlst, als hättest du es schon. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Healing Center haben will, verbinde ich das vielleicht mit Ruhe und schön in der Natur und Gastgeber für Menschen sein. Und dieses Gefühl jetzt schon zu haben oder auch jetzt schon zu leben, dass ich mir Ruhe gönne, in die Natur gehe, bla bla bla, das ist dann das, was die Sachen im Außen zu dir zieht. Kerstin Midwife sagt, Geburt kann man auch manifestieren. Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Und die Anna sagt noch, wenn es anders kommt als vorgestellt, muss ich nochmal gucken, was du oben gesagt hast, ob du einen falschen Kompromiss eingegangen bist. Also, verstehe ich immer noch nicht ganz, aber wenn es anders kommt, als ich es mir vorgestellt habe, erkenne ich immer, dass es besser ist, als ich gedacht habe. Also mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo irgendwas schlechter war, als ich mir gedacht habe. Vielleicht musst du so im ersten Moment sagen, musst du dich kurz dran gewöhnen, so okay, das ist jetzt eigentlich was anderes, als ich manifestiert habe. Aber ja, die Essenz ist vielleicht die gleiche, dass du halt Ruhe hast, Gastgeber bist, was ich eben gesagt habe. Wäre ich ja in Pangan in dem Ding genauso wie in Brasilien. Und diese Chancen, die von außen kommen, das sind dann die Nuggets und die dann auch zu erkennen. Ja, die Lisa sagt, sie kann sich ganz schwer in Emotionen wirklich reinfühlen. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber was du auch machen kannst, ist deinen Körper bewegen. Zu sagen, yes, cool, rumzuspringen, zu lachen. Zu sagen, wie geil, wie geil, wie geil, irgendwie dich bewegen. Also, dass dein Körper, deine Körperbewegung diese Emotion hervorruft. Aber vielleicht kriegst du auch keine Emotion, weil es eben kein Higher-Self-Ziel ist, sondern Ego-Ziel. Musst du dann auch mal überlegen, willst du das Ziel wirklich? Ist das wirklich das, was du willst? Oder willst du das, weil du denkst, du müsstest das haben aufgrund irgendwelcher äußerer Gegebenheiten der Gesellschaft? Ja, die Carla sagt, ihr Vision Board mal wieder updaten. Vision Board ist auf jeden Fall cool, das auch visuell zu sehen, aber es reicht nicht für den ganzen Prozess, also nicht nur alleine. Eva sagt, es funktioniert, wenn ich aus dem Denken ins Fühlen gehe und mich in die Energie des gewünschten Zustandes begebe. Ja, also genau fühle, wie das es schon da ist. Exactly so ist es.
Und dann hast du dieses, ja, du stehst an Punkt A und Punkt B, den du haben willst, ist eigentlich schon da, weil du dich schon so fühlst. Und das zieht es dann im Außen tatsächlich zu dir. Ja. Ja, also manifestieren ist auf jeden Fall Zahn der Zeit, aber es heißt auch nicht, dass man nicht gar nicht in Aktion geht. Also das Beste, was man machen kann, ist Inspired Action zu machen. Also kleine, unaufwendige Steps in die Richtung von dem Ziel, aber dann auch immer wieder loslassen und warten, was von außen kommt. Anna-Maria fragt, wann gehst du wieder online? Ich weiß es nicht, ich mache das immer ganz spontan, wenn ich Bock habe. Wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich's. Aber genau, mal schauen, was ihr noch für Themen unter dem... Ihr könnt immer da gerne dann vielleicht unter dem Post Themen schreiben, die wir noch mal als Facebook Live machen sollen. Cool, also da gibt's unheimlich viel zu sagen zu dem Thema. Und es gibt jetzt auch ganz, ganz mega neue Sachen, die richtig, richtig krass sind. Aber gut, für heute soll es das gewesen sein. Wer Bock hat, in unser Coaching-Programm zu kommen, das kennt ihr ja schon, das DNX Unlimited-Programm ist ein Mix aus Business, aber wirklich Step-by-Step-Business, wo wir dir an Screencast und so weiter zeigen, klick hier, klick da, mach dies, mach das. Plus dieses ganze Mindset und Energie-Ding, was mir auch mega, mega viel Spaß macht. Ich glaube, ich hätte keine Lust auf das Programm, wenn der Part fehlen würde, weil das einfach auch ein totaler Teil von uns ist und auch viele von den Sachen uns auch mit erfolgreich gemacht haben, neben den Steps und dem Online-Marketing-Know-how und allem, was wichtig ist, also diese Kombi von beiden, ne, auch in die Aktion zu gehen, immer kleine Steps zu machen, auf seine Intuition zu hören, auch zu manifestieren, alles ist eine mega, mega geile Kombi. Also, wer Bock hat, sich mal einen Call mit uns zu buchen, wer als Experte wirklich online durchstarten will, der kann, ich glaube, der Markus hat den Link schon einmal gepostet oder kann ihn nochmal posten, unter www.dnxcoaching.de gehen und sich einen Call buchen. Wir freuen uns total. Wir sind super überzeugt davon, dass jetzt wirklich die Zeit der Experten ist, dass mehr und mehr Menschen rausgehen mit ihren Themen, um halt noch mehr Menschen zu erreichen, weil wir so eine spannende Zeit auf der Erde auch gerade haben und so einen krassen Tipping Point in vielen, vielen Bereichen, Lebensbereichen, und es auch super, super viele Menschen gibt, die da wirklich Support brauchen. Also, wir haben jetzt gleich unseren Call und es wird hier auch schon dunkel. Macht's gut und bis zum nächsten Facebook Live und Happy Manifestation. Tschüss. Zuerst einmal tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass uns bitte eine Bewertung. Das hilft uns nämlich, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, das DNX Unlimited Premium Coaching. Möchtest du endlich raus aus der Zeit gegen Geldfalle, endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? Und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit? Und du bist Coach, Trainer, Berater oder Speaker und hast Expertenwissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst? Das können auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Und zusätzlich bekommst du von uns auch das E-Book Der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Und das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein.
Die Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzer Zeit von 0 auf über 18.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie. Nur tolle Menschen am Start. Und es findet jeden Tag super viel Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Und diesen Sommer erwarten wir über 1500 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du alle Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern und den DNX-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DNX-Event, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Masterclass, in der DNX-Community und live auf dem DNX-Event in Berlin. Peace and out.